Also hier, Dirk Mannhaber, Profi-Stuntfahrer und Lehrer fürs Wheelie-Fahren. Ja, erklär doch mal, wo wir sind und was du so machst. Ich wollte nie Lehrer werden, aber ich wollte gerne immer Motorrad fahren. Das finde ich eigentlich ganz cool. Und deshalb habe ich irgendwie mein Hobby zum Beruf gemacht. Muss mich jetzt als Profi schimpfen, weil ich das hauptberuflich mache. Ob man das ist, ist eine ganz andere Geschichte. Da übt man sich so langsam hin. Und genauso ist das auch bei der Wheelie-Schule. Die unsinnigste Fahrschule, Fahrsicherheitstraining, was man eigentlich gar nicht benötigt, aber was irgendwie cool ist. Das Erlebniswochenende der besonderen Art, das ist die Wheelie-Schule. Und da versuche ich allen Motorradfahrern, ob jung oder alt, ob Frau oder Mann, das Wheelie-Fahren nahezubringen. Finde ich cool. Wer sind denn so deine Hauptkunden? Wer ist denn so der typische Wheelie-Schulen-Schützling? Ja, du wolltest doch auch hier hinkommen. Ich sowieso, ja. Aber ich habe auch einen Nagel im Kopf, ja. Ja, aber das macht ja überhaupt keinen Sinn. Aber genau das ist das. Du triffst eigentlich die breite Masse. Es ist eigentlich noch nicht mal derjenige, der selber das für sich im Freestyle üben möchte, sondern es ist wirklich der Motorradfahrer, der für sich selber sagt, hey, ich habe jetzt ein Fahrsicherheitstraining gemacht, ein Kurventraining oder ich möchte vielleicht meine Fahrpraxis ein bisschen verbessern. Ich möchte verschiedene Reaktionssachen nochmal neu üben und die sind alle hier und versuchen hier das Vorderrad in die Luft zu bekommen. Auf welchen Maschinen bildest du aus? Ja, bei mir werden die Motorräder gestellt. Ich habe zurzeit 7 Motorräder zur Verfügung und um alle gleich zu halten, die ganzen Teilnehmer, die unterschiedliche Charaktere haben, die unterschiedliche Motorräder fahren, von 1, 2, 3 oder 4 Zylinder, fahren die halt bei mir erstmal auf den kleinen Motorrädern. Die müssen sich einfach nochmal zurückdenken auf 200 Kubik, 24 PS, 130 Kilo. Wir sprechen hier von der KTM 200 Duke. Und darauf wird erstmal aus der Schrittgeschwindigkeit versucht, mit dem Kraftschluss vom Motor zur Kupplung gleichmäßig das Motorrad anzulupfen. Das heißt, das Vorderrad soll so ein bisschen die Haftung des Bodens verlieren. Und da muss man erstmal das Gefühl bekommen, was passiert überhaupt. Aber ich habe ja noch ein paar Bikes. Ich habe ja auch noch die Beta 350 und die ist die M4 mit dem Suzuki DR 350 Motor. Man kennt ihn eigentlich noch aus vielen Jahren. Das ist noch der luftgekühlte Motor. Und der bringt eine ganz coole Ruhe mit rein. Umso ruhiger der Motor läuft, umso ruhiger fährst du auch. Und diese Motorschwungmasse, wo der Motor nur 3 PS mehr hat als die KTM 200, ja, der holt dich aber richtig schön in den Wheelie so rein und du kannst es wirklich genießen, gleichmäßig das Drehzahlband zu nutzen. Wenn wir quasi die Banane hier hochbekommen haben, dass sie hier steht, aber bevor die überkippt, wäre es cool, wenn man dann die Kupplung zieht und bremst, weil sonst haben wir eine matschige Banane. Aber das kriegen wir fast hier immer hin. Wir haben coole, geschulte Instruktoren, die halt wirklich in sämtlichen Bereichen erkennen, ist vielleicht der Teilnehmer gerade vielleicht von der Konzentration nicht gerade so dabei, hat er vielleicht schon irgendwelche Armpump oder fühlt sich nicht mehr so fit. Das erkennen wir direkt am Fahrstil und dann können wir direkt einleiten. Und wir haben uns sehr viel Gedanken darüber gemacht, wie können wir allen Leuten das so cool vermitteln, dass sie wirklich ein Gefühl für sich neu auf dem Motorrad entwickeln. Und das macht mir jede Menge Spaß. Und deshalb brauche ich auch 2 Tage für solch einen Workshop. Nicht, weil ich so lahm bin, sondern weil die Leute wirklich genügend Fahrzeit haben sollen für eine total unbekannte Fahreigenschaft, die sie normalerweise auf dem Motorrad gar nicht ausüben. So, abschließend noch, wie oft machst du das hier im Jahr und was kostet dir Spaß? Also ich versuche hier in Reichshof-Swenrath bei der Firma Münker Metallprofile, wo wir eine total geile Location haben mit sanitären Anlagen. Also wenn man sich mal so 5 Minuten zurückziehen muss, in sich gehen muss, so und das allgemeine Wohlfühlbefinden, haben wir ganz tolle sanitäre Anlagen und immer 4-lagiges Klopapier. Das ist ganz wichtig, mit tollen Delfinen, vielleicht auch bald Moped-Design, ich weiß es nicht. Das geht über 2 Tage hier und das sind 379 Euro inklusive Motorrad und die Verpflegung natürlich, klar, es werden immer leckere Brötchen geschmiert, wir haben auch langsam Hunger. Lecker gefrühstückt, ja. Und lecker Kaffee. Lecker Kaffee, definitiv. Und ist immer alles mit dabei. Ich freue mich, wenn alle zufrieden sind und nach dem Workshop wird auch noch eine DVD nachgereicht mit allen Bildern drum und dran. Ich denke, das ist immer noch eine ganz tolle Erinnerung und während dem Workshop ganz wichtig, Foto- und Videoanalyse, dass sie sich selber fahren sehen und dass man das erklären kann, wie man das meint. Und heute kommen noch ein paar lustige Übungen zusammen und ich bin gespannt. Wir haben eine lustige Truppe.
wie man es dann wieder hinbekommt. Cool, dann gehen wir mal wieder zu den lustigen Leuten und ich werde mal gucken, ob du mir das auch mal beibringen kannst irgendwann. Ja, Björn, das kriegen wir auf jeden Fall gerockt und ansonsten kommst du nochmal ein komplettes Wochenende vorbei. Definitiv. Und dann halten wir das mal auf Video fest. Irgendwann, mein Lieber. Dankeschön. Gerne. Ja. Ja.